So, meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Andres spielt. Wir spielen heute Sins of a Solar Empire Rebellion. Weil ich ein fauler Mensch bin und Star Wars gerne mag, spielen wir mit dem Star Wars Mod Interregnum. Ohne lange Vorrede, nein, wir laden kein Spiel. Wir fangen ein neues an. Und... ja, 22 Planeten klingt gut. Zwei Spieler kann man mal machen. Oder wir nehmen das. Fiefdoms. Ja, das klingt gut. Zwei Spieler, drei Sternsysteme, 34 Planeten. Das klingt wunderbar. Die Game Options lassen wir so. Jo, normaler Start, zufällige Ereignisse an, Piraten an, normale Flottengröße, Teams sind uninteressant, alles auf normal, wunderbar. Das ist gar wunderprachtelig. Rrr. Ich denke, ich spiele als galaktisches Imperium und ich denke, ich spiele gegen die Rebellenallianz, vertreten von Mon Mothma. Finde ich gut. Das sollten wir vielleicht noch auf Rot stellen. Das sieht schöner aus. Rot ist eine ganz tolle Farbe. Ich weiß zufällig, dass das auch die Lieblingsfarbe von meinem Schatz ist. Ist allerdings jetzt die Farbe des Gegners. Weil ich habe für mich natürlich Blau ausgewählt. Falls ihr euch fragt, warum ich das noch extra erwähne, obwohl ihr das seht. Ich habe zufällig gerade noch meinen Schatz hier in der Leitung. Den hört ihr natürlich nicht, aber ich... So gemeint bin ich zu euch. Ich darf schöne Sachen sehen, ihr nicht. Und wenn ihr wüsstet, was für eine wunderschöne Frau euch dabei entgeht. Wir beginnen, indem wir uns erstmal sämtliche im System liegenden Minen holen. Noch eine Werft für Sternzerstörer bauen. Feststellen, dass wir schon fast zu wenig Slots haben und erstmal den Planeten ein bisschen aufrüsten. Mehr Kapazität. Gebaut haben und das erste Schiff kostenlos ist, geben wir den direkt schon mal in Auftrag. Und dann geben wir auch noch direkt die ersten Forschungsstationen in Auftrag. Wir sind bei 12, 4 und 8, wir haben 16, wir haben 20, dann hätten wir noch 4 Punkte übrig. Das heißt, ich muss das hinterher ändern. Verkaufen wir mal hiervon ein bisschen und kaufen uns mal hiervon ein bisschen. So, Handel muss sein. So, den Sammelpunkt für die Flotte. Den setzen wir dahin und dann holen wir uns gleich mal ein paar
Scouts. Vier Stück sollten es schon sein. So. Ihr zwei erkunden, du erkunden und wo bleibt der letzte? Der kommt doch bestimmt hier raus. Ne, kommt auch hier raus. Na gut, erkunde trotzdem. Sagt mir was. Oh Gott, ich habe ein schwarzes Loch als Sonne. Irgendwie toll, das heißt, ich darf nicht zu nahe dran, sonst verschwinden meine Schiffe zufälligerweise. Wir bauen uns direkt noch ein paar Kreuzer als Begleitschiffe, weil wir es können. Komm schon, Metall. Schneller. Ich brauche mehr Metall. Na also. Was haben wir hier? Müll. Toll, einen Winterplaneten. Okay, den Zwergplaneten, den können wir wenigstens holen. Na gut, das heißt, wir gehen unten rum. Wir gönnen uns ja sonst nichts. Hätte aber gerne zwei. Und da ist unser erster Victory-Klasse-Sternzerstörer fertig. Nice. Ein schönes Schiff. Das wird unser erstes Flaggschiff. So, du kommst noch. Wunderbar. Yep. Dann sollten wir uns langsam mal um die ersten Forschungen kümmern. Obwohl, nein, erst müssen wir den Planeten noch ein bisschen aufbauen. Das heißt, wir müssen ein bisschen auf Rohstoffe warten. Gut, tolle Sache das. Komm schon. Na, dann investiert bald erst ein paar Punkte in die Forschung. Na gut. Bessere Waffen schaden nie. Der Vorteil an der ersten Forschungsreihe. Wir brauchen kein Metall dafür.
Obdroids, sehr gut. Und als nächstes noch eine etwas stabilere Hülle. Das kann nie schaden. Was alles durchhaben. Können wir noch die letzten Schiffe in Bau geben und dann geht's los mit die Flotte. Weil je mehr Systeme und Planeten wir erobert haben, desto besser. Zwischendurch können wir mal dieses Schiff hier, wir nehmen uns Established Garrison, das brauchen wir nämlich, um Planeten zu erobern. Ja, sprach der alte Oberförster. Ein paar Skip-Rays. Die Acclimators brauchen wir noch. Das wird dann noch alles fix in die Warteschlange für den Bau gegeben. Ich habe die Erfahrung gemacht, von den Begleitschiffen braucht man eigentlich auch bei größeren Flotten nie mehr als 4 pro Stück. Das reicht insgesamt für alles aus. So, gleich können wir noch den Acclimator erforschen. Man wird ihn vielleicht kennen, hauptsächlich aus der Clone Wars Ära. Das nehmen wir noch mit, weil 5% Rate of Fire kann recht nützlich sein. Den Rest machen wir dann hinterher, während die Schiffe unterwegs sind. Aber erstmal den Waffenteil. So. Oh, ja, toll. Wir müssen natürlich auch noch unseren Rang ein bisschen erhöhen. Wir brauchen nämlich ein höheres Punktecap. Ihr seht es hier oben. Wir hätten noch 6 Punkte Fleet Supply übrig. Das reicht nicht aus. Da kriegen wir noch 2 Skip-Rays hin, aber wir wollen natürlich mehr. So, komm her. Du. Flaggschiff mit anderen zusammen. Darunter, wenn du gesprungen bist, schicken wir die anderen hinterher. Die joinen dann nämlich automatisch der Flotte. Den Sammelpunkt setzen wir auf diese Flotte. Rang, wunderbar. Das heißt, wir können gleich noch einen zweiten Sternzerstörer bauen. Das ist doch gar wunderprachtelig. Haben wir die Bomber mittlerweile erforscht? Nein. Wie weit sind wir denn? Wir sind noch bei den Waffen. Okay. Okay. Es fehlte uns sogar noch einmal. Tja, so kann man sich täuschen. Jetzt sind die Bomber dran. Gut. Aber erstmal schafft die gute Basilisk das auch ohne uns quasi. So, los, schneller. Ach, ohne die Forschung brauchen die Schiffe immer so endlos lange, um von einem System ins nächste zu springen. Na also. 3, 2, 1. Und hinterher. So, die 4 Skip-Rays sind schon mal in Bau. Dann noch die 4 Acclimator. Das wird teuer. Obwohl,
Die brauchen wir noch nicht, die können wir später bauen. Ich würde sagen, wir sparen erstmal auf den Victory 2. Den Victory 1 haben wir ja. Ihr seht, die Forschung für den Lieutenant ist fertig. Wir haben jetzt hier wieder ein paar Punkte mehr. Das passt uns doch ganz gut. Unsere vier Carracks fliegen hinterher. Wunderbar. So, die Schiffe sind in der Flotte angekommen. Die TIE-Bomber-Forschung ist fertig. Warum habe ich nicht den genommen? Das ist der M, der hilft uns nicht wirklich. Wir wollen ja ein bisschen mehr Schaden haben. Wir wollen ja für die Zukunft gerüstet sein. Zukunftstauglichkeit heißt das. Was haben wir denn? Zwei Marauder-Kreuzer, zwei Corellian Gunships, zwei Korvetten und drei Skiprays. Gucken wir das Ganze doch mal an. Ja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns von dieser Korvette und begrüßen unsere nächste Zielscheibe. Alles explodiert. So ist es richtig. Wir haben noch alles an Schiffen da. So gehört sich das. Sehr gut. Noch zwei Marauder-Kreuzer. Diese hübschen hier. Könnt ihr mal aufhören, hier meine Schiffe zu beschädigen und einfach drauf gehen? Finde ich nicht okay von euch. Da geht ein Skipper drauf. Aber ja, das sollte ich schaffen, ohne dass was von mir drauf geht. Wunderbar. Wir haben ein Level Up. Wir setzen dieses Level Up in den Boroner Rocket Strike. Sehr taugliche Fernkampfangriff mit einer unglaublich großen Reichweite. So, du machst mal Autoerkunden aus und kommst mal hier hin. Du musst hier nämlich gleich erkunden. Du machst mal Autoerkunden aus. Du musst mir nämlich hier gleich was erkunden. Das war's. Mehr als die zwei sind nicht übrig. Tja, dann hoffe ich mal, dass du hier lebend ankommst. Das sehen wir dann. In der Zeit kann die Flotte da parken und kann sich wieder aufbauen. So, bla bla bla. 238 Kristall. Da können wir hier ein bisschen was verkaufen. Wie viel brauchen wir? 2800. Komm, können wir noch ein Ding verkaufen. Und da kommt der zweite Victory. Wunderbar. So gehört sich das. Na, mir ist jetzt nicht so, als würden wir die Rohstoffe davon brauchen. Aber wir brauchen die Rohstoffe. Leider können wir erst hier weg. Da kommt der Tartan. Sehr gut. Wenn der hier ist, können wir den einfach hier drin posten. Der kann dann automatisch die Dinger hier übernehmen. Das sollte er auch schaffen, bevor er tot ist. Oh, wir haben ja eine Starforge drin. Na, okay. Um es fortzuführen, werde ich euch das wahrscheinlich mal zeigen, aber... Was? Wir haben einen Carrack verloren. Finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay. Müssen wir einen neuen bauen. Nee, wollen noch die Flotte komplett halten, oder? So, du bist schon unterwegs zu uns. Wunderbar. Nehmen als erstes den Doubled Effort. Der füllt nämlich unsere Antimaterie wieder auf. Das heißt, wir können unsere Spezialfähigkeiten schneller und öfter einsetzen.
So, du gehst schon mal hier hin. Du parkst hier. Kannst uns das holen. Und wenn der Crack da ist, geht's weiter ins nächste System. Du parkst dann hier bei dem. Das passt doch. Ah, ist gut was aufs Maul bekommen. So, wir erhöhen in der Zeit ein bisschen unser Metalleinkommen. Und anschließend hier unser Geldeinkommen. Oh, immer mit der Forschung schön dabei bleiben, schön auf Stand bleiben. Und als letztes noch die Tarkin Doctrine. Grandmoff Wilhuff Tarkin. Wer kennt ihn nicht? Der netteste und sympathischste Mensch der Welt. Übrigens, wenn man alleine spielt, ist das hier eigentlich völlig nutzlos. Aber wir nehmen es trotzdem mit, weil gibt Flottenpunkte und Schiffgruß. Und Helden. Apropos, das erinnert mich daran, wir sollten den Autospawn ausschalten. Die wollen wir nämlich nur. Unter bestimmten Umständen haben. Ah, jetzt kommt unser Skip Race. So, machen wir das auch komplett. Dann fehlt uns noch das hier. Das, damit wir unsere Verteidigungsstationen schneller bauen und günstiger bauen können. Und das hier ist eine Reparaturstation. Alle Skip Rays sind im System angekommen. Sehr gut. Du hast mittlerweile gut Schilde wieder aufgeladen. Das ist gut. Es geht in diesem System übrigens sehr langsam. Ihr seht dieses hübsche Geblinksel hier. Das heißt, es geht langsam, wie das halt so ist. So, hier sind auch alle Forschungen in Auftrag gegeben. Wunderbar. Dann weiter hierhin. Naboo. Ein Wüstenplan. Nein, halt. Ha, wir gehen erstmal nach Tolatin. Entschuldigung. So, du hast den schon. Das heißt, du kannst dann hierhin. Du holst gerade den, das passt. Schön, mehr Metall ist immer gut. Schlimmsten Fall kann man es nämlich verkaufen. Und euch lasse ich jetzt mal, das System ist erkundet. Ich könnte euch in der Sonne parken, um zu sehen, wann Gegner kommen. Aber, ach, das werde ich wahrscheinlich auch dann machen. Nee, ich brauche euch hier im nächsten System noch. Okay. Ihr seht, meine Bomber sind hier fleißig. Meine Skip Rays umschwärmen den Gegner, meine Bomber umschwärmen den Gegner und meine Schiffe sind auf Angriffskurs. Du bist dabei, hier den Planeten zu erobern, obwohl da jedoch Gegner sind. Ist okay, gönn dir. Mach du mal. Auf die Dauer ist nur Metall aber auch doof, ne? Das, wo ich noch nicht mal den einen Planeten fertig habe. Na, egal, der Rest wird später ausgebaut.
So, dann machen wir hier nämlich kein Minus mit der Kohle. Dasselbe machen wir jetzt hier auch nochmal. Naja, später. Ihr zwei, kommt mal hier zu Starforge. Was bist du? Ein Dreadnought. Ein schönes Schiffchen, hält leider verdammt viel aus, besonders wenn die anderen ihn haben. Oh, der schießt mit Raketen nach mir. Das finde ich nicht okay. Wenn man an der falschen Stelle, dann und so. Und wer zum Teufel hat hier die Z95 übrig gelassen? Das finde ich nicht okay. Komm schon, ich habe keinen Bock, deswegen Schiffe zu verlieren. Aber aktuell sieht es noch ganz gut aus. Er schießt hauptsächlich immer noch auf die Basilisk. Die hält was aus. Du bist gleich tot. Wunderbar. Meine Basilisk ist mittlerweile Stufe 3. Wunderbar. Wir gehen weiterhin auf den Boron Missile Strike und erhöhen die Reichweite davon noch mehr. So, sobald wir das erobert haben, müssen wir ganz schnell da was ausschalten. Sonst produzieren wir nämlich Unmengen von den kleinen Schiffen hier. Das wollen wir nicht. So, das haben wir. Anschließend noch die beiden hier. Oh ja, man merkt unser Metalleinkommen. Komm schon, mach schneller. Fast. Damit hat grob gesagt der Planet mehr Health. Ihr seht es unten rechts. Das heißt, der Gegner braucht länger, bis er ihn runterbombardiert hat. Anschließend kommen hier noch... unsere Kapazität für taktische Strukturen, sprich Verteidigungsplattformen etc. Das kann nicht schaden, davon kann man gerne so viel wie möglich brauchen. Die Starforge, wer kennt sie nicht noch? Knights of the Old Republic. KOTOR, eines der besten Star Wars Spiele überhaupt. Okay, die gehört uns, das heißt Replication aus. Damit kann ich nämlich unsere Fregatten gegen Antimaterienkosten verdoppeln oder vervielfachen. Das wollen wir aber nicht. So, 125, kriegen wir hin. Wunderbar. Nächster Planet. Erstmal erforschen. Vielleicht finden wir ja was Nützliches. Viermal können wir den erforschen. Wir können auf dem Planeten Artefakte finden, die uns besondere Boni geben. Oder auch kleinere Boni, die sieht man dann, wenn man der Maus über den Planeten fällt. Der hat zum Beispiel ein Intense Gravity Field, das heißt, ich habe mehr Tactical Slots. Dafür baue ich hier langsamer und entwickle hier langsamer. Ja, bis jetzt habe ich 6 Logistical Slots und ich kann den dann wahrscheinlich ein bisschen weiter ausbauen. Aber wie gesagt, erstmal wird der Planet hier erforscht. Ich brauche dringend mehr Kristall. So, kann ich dich schon einnehmen? Desert Planet? Yep. Ich habe Arid erforscht. Die Forschung ist durch. Wunderbar. Das hier. Das heißt, es wird Zeit nebenbei schon mal
hier ein bisschen Kohle reinzustecken, weil ich dann gleich anfangen muss, Verteidigungen aufzubauen. So. Und die Repair Yards. Wunderbar. Dann habe ich, glaube ich, die erste Reihe durch. Wunderbar. Haben wir hier in den ersten zwei schon was gefunden? Nein? Gut. 440, die haben wir schnell. So, Planet komplett erkundet. Dann sehen wir mal, was wir da gleich als nächstes machen können. Müsst euch nicht wundern, wenn ich hier nebenbei ein bisschen ruhiger bin. Wie üblich in Strategiespielen. Es gibt immer leichte, ich sag mal, Ruhephasen, während man wartet. Weil als Mensch ist man ja leider nicht multitaskingfähig. Nicht wirklich. Nicht wundern. Ich spare direkt noch ein bisschen mehr. Ich will nachher noch ein bisschen bauen. Jetzt habe ich keine Lust mehr zu warten. Ach ja, das geht zum Glück hinterher schneller, wenn man ein paar Planeten hat, wenn man ein bisschen mehr verdient. So, was haben wir hier an Gegnern? Ach ja, das sieht nach ein paar EP aus. Wunderbar. Meine Schiffe sind mittlerweile voll. Wunderbar. Das heißt, Flotte. Mach mal flott. Ein Angriff. Schlechtester Witz ever. So, erstmal wären zwei Golan 3 Nova Guns gebaut und eine Repair Yard. Nicht wundern, hiermit könnte ich den Autoplace ausschalten. Ich bin aber gerade ehrlich gesagt zu faul. Komm, 120 Kristall, das kann doch nicht so schwer sein. Unglaublich, ey. Doppelte Menge an Credits und Metall fertig, bevor ich den ersten Kristall fertig habe. Naja, machst du nichts dran. So. Dann geht dem schneller.
Ah ja, genau. Verteidige meine Werften. Finde ich gut. Los, los, los. Ich will die 400 Credits haben. Los, los, los. 341. Wunderbar. Fertig. So. Zwei Bomber, eine für jeden. Mit einer späteren Forschung kriege ich da mehr raus. Haben wir hier schon was? Nein. Hiervon fehlen uns nur noch die Acclimator. Ja, gut, die kommen später. Hier braucht man nichts drin zu machen. Da haben wir alles, was geht. Hier fehlt uns noch ein bisschen Verteidigung. Wie sieht es hier aus? Nur noch ein Dreadnought, der fast tot ist. Und ich habe ein Skipray verloren. Unglaublich. Direkt neu bauen. So, wenn hier der Skipper ist, können wir weitermachen. Nicht wundern, warum ich hier nichts baue. Das würde uns gerade nicht so viel bringen. Wir haben Naboo erobert. Wir haben Naboo erobert. Ha, Anakin, du kannst uns mal. Aber ihr seht, es ist wieder nur Metall. Oh, Mann, ey. Was soll ich mit so viel Metall? Ich brauche auch Kristall und Credits. So, alles in Bau, wunderbar. Bombe in Auftrag geben, passt. Gut, dass die Schiffe noch hier sind. Kommen da einfach so Piraten vorbei. Unglaublich. So. Was ich meinte mit, man sollte das hier möglichst schnell machen. Aktuell verlieren wir 2 Credits pro Tick auf diesem Planeten. Wenn ich es einmal erforsche, verlieren wir nur noch 0,5 Credits. Da wir aber ein Plus machen wollen, müssen wir das mindestens zweimal erforschen. Ihr seht, beim nächsten Mal geht es auf 0, ab dann macht der Planet Plus. Kommen nur all die Piraten her. Das finde ich nicht okay. Naja, es sind wertvolle EP für unsere Schiffe. Also insofern beschweren wir uns mal nicht. Da hat was Bumm gemacht. Du bist ein Marauder, du machst gleich Bumm. Du bist, na, du wirst was länger brauchen, Dreadnought. Egal. Komm schon, 125 Kristall, ey. Oh, ich hasse das, kein Kristallinkommen zu haben. Das ist voll nervig. Und warum ich nicht jetzt direkt verkaufe?
Das kann ich gleich machen und habe dann direkt die nächste Erforschungsstufe, die ich hier nutzen kann. So. Wusste doch, hier geht noch was. 200 können wir nochmal verkaufen. Können wir einmal diesen hier. Und dann haben wir alles in etwa gleich schnell. Hier haben wir noch einmal eine Gruppe Jäger und einmal einen Dreadnought. Es dürfte passen, ohne dass wir noch irgendwas verlieren. Jetzt schon 12 hier, das heißt, es dürfte ein 24er Planet sein. Ja, aber locker. Wenn wir den schon hier auf 18 machen können. Logistik-Slots wohlgemerkt. Merke, das ist wichtig. Wichtig. Dann müssen wir nämlich hier unser Hauptforschungszentrum hinsetzen. Dann haben wir hier auf dem Hauptplaneten die Werften und hinterher ein bisschen was an Verdienst. Und hier auf Naboo haben wir dann unser Hauptforschungszentrum. Nein, das heißt nicht, dass unsere Schiffe nachher blitzig, blinkig, bunt sind. Das mögen wir nicht. Mal gucken, ob wir hier noch nachher irgendetwas finden. Und falls ihr euch wundert, warum wir noch nicht weiterziehen, ich habe hier sonst noch nichts stehen. Und den Eisplaneten, da kann ich eh noch nicht erobern. Den kann ich noch nicht erobern. Hier könnte ich mir was holen, da müsste ich aber erstmal hier freiräumen, damit ich da durchkomme. Noch eine Starforge, super. Den könnte ich noch holen. Und den könnte ich noch holen. Aber den machen wir auch erst, weil wir haben hier eine direkte Verbindung zur Sonne. Von der Sonne aus geht's zu den anderen Sonnen. Nach Patrem und nach Seloria. Und ganz ehrlich, nö. Da wollen wir noch nicht hin. Die sind alle gemein zu uns. Uh, 30. Sehr schön. Ach, wunderbar. Ich sehe ein gigantisches Forschungszentrum auf uns zukommen. Ein gigantisches Forschungszentrum. Ich sag euch das. Na, mal schauen, was wir davon gleich zuerst haben.
So, und das ist dann der Zeitpunkt, wo ich mir auch erstmal selber in die Aufnahme reingrätsche, denn aufgrund der Aufnahmelänge von aktuell knapp 3 Stunden ist es ein bisschen länger geworden und ich werde es in mehrere Folgen aufsplitten. Nein, die nächste Folge Interregnum kommt nicht direkt im Anschluss. Ihr solltet jeden Tag ein bisschen Abwechslung haben. Deswegen lasst euch überraschen, was als nächstes kommt. Tschüss!